Lass mich raten, deine Lava sieht auch total smexy aus. Ja, total. Sag mal, wie lange möchten wir das machen, bis wir ein Stack zusammen haben? Erstmal brauchen wir nur ein paar, damit wir den Cobblestone Generator erstmal in. Ich habe das Gefühl, dass du schon über ein Stack zusammen hast. Nee, ich hab. Wow, du hast ja auch noch was. Ja, gut, das wird reichen. Warte. So. Armer Cobblestone. Nein. Er wurde nicht akzeptiert. Zack. Wasser hier rein, damit. Tschüss, ich hatte gerade irgendwie das Verlangen, dem Wasser hinterher zu springen und unten zu enden. Oh mein Gott, ich hab's Lava weggebaut. Ah, schade, du guckst nicht mal hin. Ich hab hingeguckt und ich dachte mir vor einem Moment. Warte, das ist Kindchen. So, das habe ich jetzt ersetzt. Genau, verschwende unser Cobblestone. GG. Ey, ich muss auf Nummer sicher gehen, Entschuldigung. Spätestens, als du den Dirtblock unter dir abgebaut hast, war ich mir da nicht mehr so sicher, was du mit Nummer sicher meinst. Ja, der ist vor allem runtergefallen, das wollte ich mal nur angemerkt haben. So, zack, Safety zack. Goes first. Ja, immer. So, dann haben wir das jetzt und das Wasser könnte theoretisch wieder hin, aber erstmal mache ich zack. Dankeschön, jetzt muss ich nicht mehr mein Leben fürchten. Oh! Look at this. Look at my Dirtblock, my Dirtblock's amazing. Übrigens, es ist nachts und beim letzten Mal, als es nachts war, war da vorne beim Eisen ein Enderman und ist runtergesprungen. Übrigens ist da beim Clayton ein Zombie und ein Creeper, die gerade rummachen, soweit ich das sehen kann. Und die laufen, manchmal kannst du beobachten, wie die um den Turm rumlaufen, also nicht gegen die Wand oder sowas, sondern. Ja, die laufen ja jetzt nicht mehr runter. Wir sind in 1.2.3, 4.5.6. So, ich mach mir jetzt mal kurz noch eine Pickaxe, damit es ein bisschen effizienter ist. Ja, du kannst meine alte Holzpick haben. Sie ist fast runtergeflogen, just you know. Achso, deine Holzpick, ja, die werde ich sanft behandeln. Sehe ich denn? Ja, ich möchte an die Ecke springen. Sehe ich denn? Okay, sorry, ich werde es nie wieder tun. Das ist gerade Ressourcen. Das ist Holz, verdammte Scheiße. Das sind Ressourcen. Okay, was wollte ich jetzt machen? Genau, ich wollte das effizienter gestalten. Ich weiß nicht. Ich habe Angst, hier runterzufallen, ganz ehrlich. Und ich weiß nicht, ich geh mal auf Nummer sicher, kann ich das machen? Nein, kann ich nicht, sonst falle ich runter, das ist schlecht. Hast du deine Shift-Taste gedrückt? Ah, nee, das wird schon klappen. Okay. Vertrau mir. Schätze ich wirklich. Vertrau mir, geh weg! Das mache ich mit Absicht. So. Wir könnten, du bringst demnächst auf ein Problem zu stoßen. Aha, das wäre. Das nennt sich Futter. Ja, ich weiß, aber das Doofe ist, der hat uns extra verboten, dass wir runterspringen. Nein! Sich denn! Sag meine Mutter, dass ich sie liebe! Nein! Hoch mit dir! Ich kann nicht! Gleich! Das fällt schneller! Kommt's mit Wasser mir näher? Tut's nicht. Ja, so viel dazu und ich fall nochmal runter. Game Mode. Das ist so schön. 1. Ach, und das ist das Beste, ich hatte den Eimer in der Hand. Nein! Das ist schlecht. Nein, das ist fürs Erste gar nicht so schlimm. Das ist schlimm. Solange wir uns. Okay, wir haben noch das Wasser. Das ist noch kein. Irgendwie positiv. Na, das wird schon. Wir haben nur ein Problem. Aha. Das Wasser fließt in die falsche Richtung. Ja, das ist etwas schlecht. Wir könnten das nur auf ganz kreative Art und Weise lösen. Ja. Ich weiß ganz genau, woran ich gerade denke. Irgendjemand nimmt jetzt die unglaublich unnahe Aufgabe, in die Hand hier runterzugehen, ganz vorsichtig diesen Dirtblock hier abzubauen, um das Wasser in eine andere Richtung zu lenken. Wirklich so, ohne zu sterben, versteht sich? Wenn du das. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Wieso? Weil das Wasser dann trotzdem hier auf den Block gerät und dann wird's Obsidian. Also, was wir machen könnten, gib mal kurz eine Pickaxe. Ich habe eine Idee. Hast du noch etwas Cobblestone übrig? Nein. Dreck. Okay, dann mache ich das so. Okay, das Logik. Warte, ich baue das alles wieder hin, ohne zu cheaten. Nein, bitte, Logik. Ja, ich bin creative. Deswegen. Oh so, Gott. Zack, das wollte ich machen. So, das wieder rausschmeißen zu. Was hast du rausgeschmissen? Das war das Überfällige. Ich habe doch Creative, das heißt, ich krieg die Dinger sowieso geduped, sozusagen. Hm. So, das hier weg. Und ich werde gerade runtergestummt. Genau. Das finde ich schön. Und die Cobblestone. Oh Gott, ich habe gerade nur im letzten Moment drauf gedrückt. Meine Shift-Taste. So, Planschbecken. Yay. So, dann noch den Block. Jeder Mann braucht sein eigenes Planschbecken. Du hast keine Blöcke mehr, oder? Ich habe Saplings. Saplings. Setz mal ein. Wir können mal einen setzen, um das Holz zu benutzen.
So, und so. Wir haben uns jetzt natürlich eine Falle gestellt, beziehungsweise ich bin ein Vollidiot. Ja, allein schon, weil du deine so knapp bauen hast. Vielleicht. Versuchst du gerade eben einen Rundkurs für das Wasser zu schaffen? Ja. Das ist schlecht. Ja, das ist schlecht. Wie können wir das am besten lösen? Das ist natürlich jetzt scheiße, weil wir nicht genug Cobblestone haben. Aber, warte mal. Geh mal kurz in Sicherheit. Geh mal in Sicherheit. Wen willst du anzünden? Ich will niemanden anzünden. Ja. Ich bin in Sicherheit gewesen. Ganz ehrlich? So, Lava. Ich lasse nicht mehr. Und es breitet sich aus. Und... Oh, the fuck? Kannst du mir mal bitte sagen, warum das jetzt... Na also. So. Jetzt kannst du mir mal bitte sagen, wie ich mich jetzt hier festhalten soll. Kannst du mir bitte sagen, wie das auf safe Art und Weise funktionieren soll? Wie wär's, wenn du dich versuchst festzuhalten und mir erstmal die Pickaxe wieder hierhin wirfst, möglichst? Wird schon gehen, warte kurz. Ich fix erstmal den gesamten Track hier. Und tap, und tap. Nein, Seestern. Lass mich in Ruhe, ich krieg das hin. Nee, das war falsch. Da, siehst du, mein Kampf noch funktioniert, du bist rausgegangen. Geh weg. Ich stehe, wo ich möchte. Ich schwebe meinetwegen auch über Lava, wenn es sein muss. So und so. Dann ist die Lava zu uns eingeschlossen. Oh Gott. So, und das hier. So, wenn dann Männer Lösung finden. Männer und Frauen. Nein, nicht was ist das für ein Geräusch gewesen? Naja, ganz einfach, das Wasser hat sich jetzt weitergebreitet. Und wenn ich jetzt einen Block hier abbaue, dann wird es Obsidian. Deswegen muss ich so machen. Moment, ich krieg das hin. Und der Dirtblock ist weg. Sei. Ja, ich weiß. So. Wir kämpfen gerade darum, nicht alles zu Obsidian werden zu lassen. Okay, du kannst die Pickaxe haben. Wahrscheinlich ist sie so gut wie frag dich. Frag dich, ich habe frag gesagt. Beglücke dich selbst, du Stück Verdauungsendprodukt. Ja, bau jetzt den Scheiß ab. ich schwimme immer so weit hoch, dass ich... Das sieht übrigens wirklich retarded aus. Mach, ich bin ein Pirat, ich darf sowas. Das ist. Piraten dürfen nicht retarded aussehen, Piraten müssen wie Männer aussehen. Und wenn Piraten Frauen sind? Müssen sie männlich sein! Nein, warte. Jetzt fast noch falschen Block abgebaut, just you know. Eigentlich war der Block ganz klein in meiner Reach. Das ist Minecraft-Physik. Minecraft-Physik, Swarlick-Physik, alles dasselbe. Ja. Warum? Sollten wir vielleicht kurz mal den Baum abbauen? Just, damit Yo, Moment, ich hab... Komm her! Okay. Hi. Das kann's doch jetzt sein! Oh, ich hasse diese... Minecraft-Physik. Weißt du, was passiert ist? Guck mal, bau mal ab und guck mal, was passiert ist. Oder was genau. Ist unsere Chest weg? Ja. Logik! Das ist auch passiert, dass die Bäume, die machen jetzt wieder irgendwas Wichtiges. Wir hatten dort das Eck drin. Ja, das habe ich doch in der Hand, das habe ich gerade gefangen. Hast du Holz? Also, nein. Ob wir den jetzt abbauen müssen, ja gut. Müssen wir mit der Hand abbauen. Bau es mal. Okay, lass die Saplings außen rum. Hey, ich habe mal schief mitbekommen. Für was? Getting wood. Das Schönste ist immer noch, wenn du das schief mitbekommst, weil dir irgendjemand Wood zugeschmissen hat. Komm, bitte, gib mir wenigstens lang einen Apfel. Apfel! Ich hab mehr Hunger als du. Ja, ich hab noch keinen Hunger. Und zack. Das war jetzt ein bisschen knapp. Okay, ich sollte vielleicht... Ich bin jetzt pisst. Ich kann keine Chest auf dem Toolbox setzen. Rat mal, warum. Ja, wieso wohl. Okay, dann mach ich die Chest hier hin und die Toolbox. Komm schon, auf gut Glück, mein Lieber. Komm zu mir! Okay. So, dann hast du die bekommen. Hast du die Pickaxe? Den ja. Just to make you safe. Okay. So, ich mach mir jetzt mal hier auch eine Pickaxe. So. Damit ich sozusagen nutzlos werde. Oh fuck, bist du freundlich. Soll ich weniger fluchen? Fluchen ist mir egal. Ja, stimmt, ist eh nicht mehr schlimmer. Möchtest du dich bitte wieder auf deinen Platz begeben? Dankeschön. Na, ich schmeiß mal besser die Pickaxe raus. Ich glaube, effizientere Methode ist, wenn du das Wasser auf zwei Seiten platzierst, ne? Wie auf zwei Seiten?
Na, ach so, auf die andere Seite auch. Oder was meinst du an für oder was hast du für effizient? Warte. Geh auf deinen Platz zurück. Warte. Ah, das war der falsche. Bau den mal bitte ab hier. Oder. Ah, nee, nicht nötig. Wird schon funktionieren. So. Das dahin. Und. Dann gehst du automatisch runter. Da. Hast du noch zwei. Musst noch zwei Blöcke abbauen. Das Schöne ist. Na komm. Get him. Was? Oh. Ja. Coincidence! So, meine Pickaxe schnappen. Und jetzt. Die du natürlich immer auswirfst, weil es so wichtig ist, sie auszuwerfen. Genau. So, und jetzt pass auf hier. Lernen das Ende draus. Zieht mich an. Das Obsidian, es zieht mich an. Es will mich. Du bist doch. Ah. Besessen? Vielleicht. Keine Ahnung, aber als ich letztens hier was bei Team Avo gesehen habe, habe ich mittlerweile irgendwie Angst vor Bäumen. Warum? Hast du nicht den hier Tree Griefing gesehen? Tree Griefing? Ja. Also sie haben im Endeffekt so eine schöne Methode entdeckt, mit der sie einfach mal eben so Löcher komplett bis zum Admin runterbauen können. Ja. Und der Admin hat jedes Mal ein Rollback gestartet. Aber Punkt ist, neu gesetzte Blöcke, die. Er kann dann keinen richtigen Rollback machen, wenn du verstehst, ja, nicht auf einem Save. Die neu gesetzten Blöcke bleiben übrig. Also haben sie immer nur den ersten Layer entfernt, damit sie Boden, also ganz mal Dirt haben. Dort haben sie mit ihrem Bot Saplings platziert, die automatisch zu Bäumen wurden. Ja, ja. Und als der dann einen Rollback gemacht hat, waren die Bäume innerhalb der Häuser und die waren komplett aus Holz. Das heißt, die konnten nichts entfernen. Perfect Reef. Moment. Das heißt, er hat einen Rollback gemacht, aber die ganzen Leaves und das Wood blieb einfach. Wo es war, wegen den Bäumen. Und da die ganzen Häuser prinzipiell nur aus Wood bestanden, also sehr viele nur aus unverarbeitetem Wood, weil es wahrscheinlich irgendwie ein Kackbund war, nur das Creative Server ist, ich weiß es nicht, war der Server zerstört. Wow. Perfect Reef, muss man den lassen. So, jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Setz dich mal genau neben die Lava auf den Cobblestone. Nein. Setz dich einfach drauf. Und jetzt, nein, ich meine den hier, guck. So. Nein. Doch, und dann machst du so und so. Und so. Und so. Verstehst du? Okay, geh weg. Mir gefällt mir die Sache nicht so nah an Lava und Wasser. Du darfst halt nur nicht das abbauen, was worauf du stehst. Und ich werde rumgeschubst. Das ist. So, jetzt funktioniert's. Weil dein Wasser irgendwie total creepy ist. Naja. Und wenn du willst, können wir jetzt direkt eine Brücke bauen zu dem Iron und ein bisschen abbauen. Dann haben wir zumindest wieder genug für einen Eimer. Du weißt, dass wenn ich eine Brücke haben will, dann, dass die dann komplett toll gebaut sein muss. Ja, das ist das Problem bei dir. Warum habe ich dich eingeladen? Das heißt, ich möchte dann. Schnapp dir das Cobblestone, bevor es fällt! Wieso ist da geblieben? Ich weiß es nicht. Minecraft-Logik. Such sie. Naja, du weißt schon, wenn dann halt so schön drei Blöcke breit mit zwei Seitensteinen, die Idioten wie dich davor hindern, runterzufallen. Danke für das Kompliment. Schon mal. Das war wirklich ein Kompliment in diesem Fall. Idioten wie mich. Also ich sehe das nicht mal Kompliment an, aber ich überlasse es dir. Gib mir eine Pickaxe. Kannst du fangen? Schmeiß sie nicht in den Lava. Ich wollte gerade über dich schmeißen. Naja! Hier. Was? Verdammte Scheiße, werd glücklich. Wie viel hast du jetzt an Glück? 15. Ein Glück. 15. Wie habe ich das Gefühl, dass du viel weniger bekommst? Aber meinetwegen. Mal eben kurz die Musik wechseln. Ich kann es ja mal, Moment, ich mach mal so. Und dann komme ich wieder hoch.